Wenn man Australien hört, denkt man an rote Felsen, Kängurus und an das Outback. Auf unserer letzten Etappe durch das Northern Territory besucht unsere kleine YouTuber-Reisegruppe das Rote Zentrum. Nach über 5 Stunden Fahrt von Alice Springs aus erreichen wir unser erstes Ziel. Guten Morgen Australien. Heute laufen wir durch den Kings Canyon. Das ist eine sehr, sehr lange, sehr, sehr tiefe, sehr, sehr alte Schlucht mit sehr vielen roten Steinen, Moosenbüschen und Touristen. Ein paar Fliegen sind auch dabei. Das gewaltige Plateau aus Millionen Schichten Sandstein ist über 400 Millionen Jahre alt. Innerhalb von 3 Stunden lässt sich der Canyon umrunden, vorausgesetzt man scheitert nicht schon am steilen Aufstieg. Genau, hier geht's hoch. Eine besondere Herausforderung sind die allgegenwärtigen Fliegen, die sich einfach auf alles draufsetzen. Haha, du siehst voll lustig aus mit deinem Netz über dem Kopf. Was ist der Mode? Zum Glück gibt es in Australien diesen erstklassigen Fliegenschutz. Das einzige Problem ist dann vielleicht noch die Frisur dabei, aber wie ihr seht, ich habe das optimal gelöst. Auch Brillen sind gar kein Problem. Das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist, ist Essen. Aber selbst das kriege ich hin, indem ich einfach hier unten aufmache. Und dann kann ich, kriege die Flasche auf, dann kann ich prima trinken. Okay, die Hälfte fängt sich dann im Netz. Und da freuen sich dann die Fliegen wieder drüber, aber es ist wenigstens ein Versuch. Frühstück. Mitten im Canyon liegt der Garden of Eden, ein immergrüner Billabong, also eine permanente Wasserstelle, in dem viele Tiere und Pflanzen Schutz vor der Hitze finden. Wer Lust hat, kann hier sogar am 22 Kilometer langen Giles Track mit dem Zelt übernachten. 4 Stunden südlich liegt der Uluru Catatuta National Park. Wir brauchen eine Genehmigung, um hier filmen zu dürfen, da die roten Felsen für die hier lebenden Aboriginals heilig sind. Wir dürfen hier auch nicht alles filmen, aber zumindest ein paar Eindrücke sind erlaubt. Das Land hier gehört den Anangu, den traditionellen Eigentümern, und wir sind ihre Gäste. Am bekanntesten ist natürlich Uluru, oder auch genannt Ayers Rock. Uluru ist einfach nur ein Stein, ein riesengroßer Stein. Es scheint, als würde er aus der flachen Landschaft einfach nur neugierig in die Gegend gucken. Noch mehr beeindruckt mich Catatuta, diese riesige abgerundete Blob aus Sandstein. Sein Name bedeutet viele Köpfe und die sind eindeutig nicht von dieser Welt. Eins, zwei, drei. Uluru! Uluru! Für unsere Gruppe ist es jetzt der letzte Abend. Noch einmal schlagen wir uns im schönen Hotel in Alice Springs die Bäuche voll. Das sind die Leute, mit denen ich jetzt 2 Wochen durchs Outback gefahren bin. Was ist das? Tukahuka Chicken Breast. Barramundi mit Seafood. Almond Barramundi, baked in everything mit Potatoes und so. Coconut Sesame Barramundi. Das hier ist? Das ist Stuffed Duck Breast mit leckere Sachen. Und ich habe das gleiche wie Sie. Und dann heißt es Goodbye. Die anderen machen gerade ihr Fahrzeug fahrbereit und jetzt im Flughafen fahren. Dann sind sie für immer weg und wir sind, Bart und ich, alleine in Australien. Australien! Geht nicht! Geht nicht! Und was machen wir jetzt hier ganz alleine? Essen. Essen klingt gut. Das war ganz schön traurig. Hast du dich schon mal im Urlaub von Freunden verabschieden und alleine weiterreisen müssen? Was war dein emotionalstes Urlaubsabschiedserlebnis? Schreib, wie das für dich war, in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, gib einen Daumen hoch und vergiss nicht zu abonnieren. Beim nächsten Mal reise ich alleine weiter, und zwar mit dem Garn. Ich mache einen Helikopter-Rundflug über den Nitmilo Gorge und erkunde Darwins schönstes Strandfestival. Bis zum nächsten Mal.